Guten Abend, liebe Franker und Manketten. Mein Name ist Commander Starfuck. Ich komme von der galaktischen Recycling-Deponie K36. Eine Million Lichtjahre entfernt von der Erde. Ich bin großer Fan der Terrorgruppe und auf Agropop programmiert. Ich bin heute hierher gekommen, um euch gegen Staat, Kirche und Gesellschaft aufzuwetzen. Stimmen. Technik, bitte einen stumpfen Beat. Ich habe gehört, ihr klatscht so gern. Wo sind eure Hände? Klatscht in die Hände, ihr unterentwickelten Erdlinge. Und so. Variation war wohl zu viel für eure Mikrohirne. Ihr Erdlinge macht aber auch jeden Scheiß mit. Nun gut, seid ihr jetzt bereit für die absoluten Superstars aller Universen und Paralleluniversen? Dann kann ich mich nämlich vom Acker machen. Meine Akkus sind fast leer. Meine Damen und Herren vom Kreuzberg Planet Erde, please welcome Terrorgruppe.
Scheiße! Hey, der Matschi, der piept was. Piep, piep, piep. Ein schönes Piepen. Hey, mach den Vogel da weg. Hey. Ist alles gut bei euch? Ja, wunderbar. Seid ihr etwa alle gut drauf? Seid ihr Katholiken oder Protestanten? Ich hoffe, ihr seid keins von meinen Mitgliedern der hinduistischen Heilsbrand. Die einzige wahre Religion und unsere kleine Internetsekte. Ein Lied von unserer neuen Platte, die hinduistische Heilsbrand. Wir haben uns an der Zivilisation.
Mikrofon. Wir haben hier schwerste technische Probleme. Übrigens Applaus für RGM, den Motherfucker, der hier mit schwerstens zerschossenem Fuß einbeinig heute das Konzert macht. Einbeinig, ich kann leider nicht gut artikulieren. Scheißegal! So ein Fuß ist überhaupt nichts wert. Was wichtig ist, ich bin kein Angeber, du bist ein Angeber, weil du morgen arbeiten gehst. Hört auf zu arbeiten, es ist schweinegefährlich. Es bringt euch alle nur um. Arbeit ist nicht gut für uns. Meine Damen und Herren, gestorben auf dem Weg zur Arbeit. Ihr seid so das bestpunktste Publikum der Tour, aber auch das am schiefsten singendste Publikum der Tour. Yeah. Großartig, gestorben auf dem Weg zur Arbeit. Großartig, ihr müsst alle wieder mitsingen. Yeah. Danke für euer Mitgefühl. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere mitgekriegt, wir haben eine neue Platte irgendwann im Oktober herausgebracht. Und da ist auch ein Lied drauf, das erklärt, warum so viel in der Welt schief läuft. Warum gibt es Amok-Schützen, die ihre Lehrer umbringen? Warum ist der Winter so kalt und der Sommer so warm? Ihr wisst, wer daran schuld ist, es ist Marilyn Manson! Yeah. Marilyn ist auch schuld, dass ich seinerzeit meine Schule massakriert habe. Meine Sonderschule. Ja. Nochmal geht das nächste Lied. We'll be right back.
Namens Wehrmacht fremde Länder überfallen, wurden daraufhin zu Recht eingeknastet, zum Beispiel in Sibirien. Wie mein Opa! Genau, das nächste Lied heißt Opa, halt dein verdammtes Maul! Yeah.
Leute! Hagen ist ja wirklich eine Kleinstadt, wir wissen es alle. Wir machen uns darüber nicht lustig, wir kommen selber aus Kleinstädten und haben deswegen folgendes Lied geschrieben, das Kleinstadtlied. Ein Lied über Kleinstädte und ihre Folgen. Auf geht's!
steht ein Alt-Punker und sagt, oh, ich werd alt, ich werd alt. Er klappt schon nach dem siebten Stück zusammen, hey. Oh Mann, ist doch nicht so schlimm. Hey. Wenn es überhaupt einen Weg gibt, um in Würde zu altern, dann ist das doch als Punkrocker, oder? Während alle anderen natürlich Karriere machen, ist es als Punkrocker im Alter immer noch sehr schön. Also, das nächste Lied ist für mich, es heißt Allein gegen alle. Yeah.
das Lied geht über den größten Punk der Erde. Wer ist das? Wer ist das? Nein, nicht Marilyn Manson. Nee, wer hat das auch gemacht? Ernst August höre ich da hinten. Yeah! Der Mensch, der immer noch einmal im Jahr scheiß Bild-Zeitungsreporter die Fresse vollhaut. Hurra! Der Mensch, der Technodiskus verwüstet, der Mensch, der auf die Expo pisst. Applaus für Ernst August von Hannover! Der Pinkelprinz von Hannover! Ihr könnt mitsingen, eure Frage natürlich wie immer Ernst August. Warte, warte, warte! So ein paar Konzerte, ja, da kann man sich jetzt auch mal ein bisschen schlafen legen oder so. Und wenn man sich so schlafen legt in die Ecke, fummelt man aneinander rum, dann fängt man an zu ficken und schon ist man schwanger und hat ein neues Kind. Das soll ja nicht passieren. Nee, wir sind hier, um deutsches Leben zu verhindern, meine Damen und Herren. Mittels Verhütung, oder? Genau, benutzt Kondome und hört euch folgendes Lied an. We'll be right back.
Seid ihr noch da? Seid ihr alle gut drauf? Hat hier jemand Ja gesagt? Die Antwort heißt, fick dich, du Arschloch. Und spiel Gitarre, ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Ich bin nur Gitarrenbesitzer. Seid ihr alle gut drauf? Gut, gut. Ich spiele Gitarre, ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Ihr Hagner, ihr seid unglaublich gelehrig, ey, dass ihr das jetzt könnt, so fick dich, du Arschloch. So, Leute. Das nächste Lied habe ich natürlich vor einer Woche mit meinen Eltern in der Kirche geschrieben. Zusammen, mein Vater den Refrain, meine Mutter die Einleitung und ich den Hauptteil. Das Lied heißt Kathedral.
aus. Der Proberaum im Hinterhaus, aus der Traum, wir müssen raus. Wir müssen raus. Fetisch auf so eine Haushaltsgeräte schieben, würden jetzt zum Beispiel einen Ständer in der Hose bekommen oder nasse Muschi. Aber das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, dass ich den Verdacht habe, wir werden von Haushaltsgeräten regiert. Zum Beispiel Edmund Stoiber, ein Staubsauger. Könnte das sein? Gerhard Schröder, ein Bügeleisen. Könnte das alles sein? Die Staubsauger und die Bügeleisen und die Haushaltsgeräte schlechthin wollen uns vernichten. Die Menschheit. Ausradieren, wegwischen. Angela Merkel sieht irgendwie aus wie ein Mischbob. Ist aber eine ganz normale Frau. Was steckt dahinter?
Fragen über Fragen. Das nächste Lied gibt Aufklärung. Das Lied heißt Angela. Sind wir und wir sind schuld, dass Marilyn Manson so ist. Und das ist eigentlich richtig so. Die Gesellschaft ist schuld, dass auch ich so bin, nach wie vor. Show.
schief. Ich weiß, es klingt wieder schief. Ich weiß genau, er springt wieder schief. Ich weiß, er springt wieder schief. Und auch was liebt, schöner Strand!
Gewohnt, aber Backstreet Boys war beinahe zu viel. Euer Hass macht uns normalerweise stark, aber Backstreet Boys, das ist schwächer von mir. Das ist demotivierend. Aber wenn ihr so einen wollt, dann gibt's so einen.
Taiwan ist nach wie vor wichtiger als Deutschland. Tausend.
Genau. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Hagen rockt. Ja, da sind ja noch ein paar da geblieben. Der smarte Kern. Das wird belohnt. Hey Junge, die spielen noch. Die Leute, die immer als längstes auf dem Konzert bleiben, die wissen, dass Punk längst tot ist. Schon seit über 40 Jahren. Und dass die neue Jugendrevolution eigentlich der Jazz ist. Die Leute, die jetzt noch da geblieben sind, wissen, dass die besten Menschen der Erde die Drogenschmuggler sind. Du warst einer? 840 Kilogramm im Darm. Du hattest 840 Kilogramm Haschisch in deinem Darm. Oh, oh, oh. Respekt, Respekt. Dann komm mal bitte auf die Bühne. Komm, na komm, komm hoch, komm bitte. Wir brauchen jemanden, der uns anzwingt. Oh. Das ist jetzt keiner mehr von der Und das Publikum, so wie James Last. Swing. Nicht so, sondern so. Swingen, swingen, ja. Geht doch. Intakt natürlich. Okay. Und er geht wieder. Wir brauchen neun. Wer möchte swingen? Wie James Last. Ihr seid das feigste Publikum auf der ganzen Tour. Aber echt. Da kommt einer. Ich habe einen Swinger. Yeah. Hast du mal Glück gehabt? Swingen, okay? Auf geht's, 5 Kilo im Darm. 1, 2. Shine.
und kommt gut nach Hause. So, schön den Haken. Bist du denn der Sohn von Nena? Ja? Du bist der Sohn von Nena? Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so tolle Kinder hat.